Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich grüße wirklich alle, ohne jetzt Namen zu nennen. Also es sind alle herzlichst gegrüßt, die zuschauen. Und wir sind mit der Lara in dem Tomb Raider 2 Golden Mask DLC. Und zwar im dritten Level, und zwar in der Chicken Mönchshöhle. Und da sind wir schon fertig, aber ich wollte es hier nochmal ein bisschen... Und mir ist was eingefallen, und zwar von wegen, warum das Spiel auch heute noch so fasziniert. Weil, schau mal, es gibt doch im Fernsehen, gibt es doch Zeichentrickfilme. Also die schaut man doch auch gern an, oder? Und das ist hier quasi auch wie ein Zeichentrickfilm. Also die Grafik ist ausreichend gut, schau her, die Lara ist doch gut abgebildet und auch die Atmosphäre kommt gut rüber. Also es ist quasi wie ein Zeichentrickfilm, man schaut sich auch gerne. Und es gibt ja heute, boomen ja geradezu diese Animationsfilme, diese neuen, das sind aber auch Zeichentrick quasi, die sind halt nur am Computer gemacht mittlerweile. Aber das sind quasi auch Zeichentrickfilme, computeranimierte Trickfilme, die schaut man sich, Ice Age und wie die alle, glaube ich, Ice Age ist so einer, oder? Und wie die alle heißen, die schauen sich doch auch gern an, weil die fehlende Auflösung oder so ist, letztendlich findet das Ereignis hier im Kopf statt, im Gehirn. Und da kommt es dann nicht so wahnsinnig drauf an, auf die wahnsinnige Auflösung, sondern es kommt eben darauf an, wie es gemacht ist, ob es gut gemacht ist und so weiter. Und wir haben uns hier in die Höhle reingearbeitet, von da hinten her. Und da hinten sind wir reingekommen. Und haben uns dann da oben, da sind wir reingekommen, haben uns da oben raufgearbeitet, einen Hebel da oben gezogen und haben die Tür für den nächsten Bereich schon geöffnet und da kamen die Schurken raus. Da haben wir aber die Mönche geholfen. Manchmal gewinnen aber auch die Schurken. Das ist also, da muss man aufpassen. Ja, und jetzt kann man deren Wertsachen einsammeln. Ich muss mich ja hier um ein korrektes Deutsch hier bemühen, hat der auch noch was. Ist das noch was? Also es ist hier ein Zeichentrickfilm, wunderschön gemacht und wie gesagt, letztendlich findet es alles im Kopf statt. Also die sind friedlich, solange man nicht drauf schießt. Achtung, gell, nicht schießen auf die Mönche, sonst sind sie nicht mehr friedlich. Aber toujours, also dauernd. Also einmal schießen und alle sind plötzlich feindlich. Also aufpassen. Und, ah ja, genau, da kommt nochmal der Sound hier. Der hat Uzi-Munition hinterlassen. Na komm. Und die alleine auch schon die Geräuschuntermalung ist doch schon super gemacht hier. Es ist, wenn ich alles täusche, tatsächlich das London Symphony Orchestra, das da musiziert. Und hier hinten ist noch ein Medipack, oder? Da ist noch ein Medipack. Das kann man gut brauchen. Sollte man mitnehmen. Und hier sehen wir jetzt schon durchs Gitter durch, wo wir entlang müssen. Holla. Gold des Narren, Fool's Gold. Ja, Gold des Narren. Und da könnte ich jetzt aber schon wieder was sagen. Ja. Gold, der Drang, der Trieb der Menschen nach Gold. Also dieses Geld, Gold, am liebsten Gold, das glitzert, das glänzt so schön. Und es gibt ja die berühmte Sage, die ja auch im Tomb Raider schon verarbeitet wurde von dem Midas, dem König Midas. Der Sage nach, das kann man hier nochmal schnell einflechten, der Sage nach soll sich der König Midas von den Göttern gewünscht haben, weil der eben auch wie alle Menschen, mich eingeschlossen, ich nehme mich dann nicht aus, letztendlich habe auch ich einen Drang nach Geld, ist klar, weil ohne Geld würde man quasi mehr oder weniger verhungern. Letztendlich habe natürlich auch ich einen gewissen Drang nach Geld und ja, Gold jetzt weniger, aber und der Midas wünschte sich von den Göttern, dass alles, was er berührt, solle, möge zu Gold werden, und damit er dann stinkereich wird. Das haben die Götter ihm auch erfüllt, diesen Wunsch. Das hatte aber zur Folge, dass er dann verhungert ist, weil er konnte nichts mehr essen. Weil wenn er was essen wollte und es in den Mund stecken wollte, dann wurde es zu Gold. Und dann ist er letztendlich verhungert durch seine Gier. Natürlich ist es eine Sage, es ist so nicht passiert, aber es ist eine Parabel, also ein Gleichnis. Es soll uns verdeutlichen, dass die Gier nach
materiellen Werten uns letztendlich zu Tode bringt. Ja, es ist so, Freunde, es ist tatsächlich, ja, nee, also soll uns eine Lehre sein. Und wir gehen jetzt mal darauf und gehen eben in den flüssigen Gold. Da kann man jetzt mal eine Lampe einschalten hier. Jetzt, und da muss ich gleich noch was sagen, und die Farben sind doch fantastisch. Ja. Vorsichtig gehen und runter erst gucken. Ja, nee, da können wir runter. So, oh, die Farben sind doch affenmäßig, alle. Das ist doch viel schöner als in echt, oder? Und jetzt Obacht passen, an die Kante gehen, speichern. Und was wollte ich noch sagen? Ja, 30 Sachen. Ich könnte so viel erzählen. Ich werde sämtliche Tomb Raider-Spiele hier nochmal, also zumindest als Review jetzt nochmal machen. Und im Zuge dessen natürlich auch Angel of Darkness. Da werde ich aber drei Reviews brauchen, schätze ich, weil es ist ja sehr, sehr, also hat viele schöne Sachen. Und B kann ich da affenartig viel erzählen auch. Angel of Darkness, ja. Und Tomb Raider bestand, naja, auch heute vielleicht nicht mehr so ganz, aber die klassischen Tomb Raider 1 bis 5, 6er, also Angel of Darkness ist Nummer 6 und das letzte von Core Design auch noch, bestehen im Wesentlichen aus drei Faktoren. A, du musst den Weg finden. Heute sind die Level oder Spiele ja linear und dauernd Wegweiser und alles. Du kannst dich nicht verlaufen. Früher war das nicht so. Du musst erstmal den Weg finden. Ja, wenn du jetzt hier die Öffnung da nicht gefunden hast, dann ist Ende. Also A, den Weg finden. B, dann versteckte Schalter und Schlüssel finden. Und ja, vier Sachen eigentlich. Dann C, oder drittens. Sprung, warten, das kommt, jetzt kommt hier die Sprungtechnik hier, jetzt müssen wir springen wie ein Känguru und dann letztendlich auch noch Gegner, also die Gegner in verschiedenster Form, auch Tiere und so weiter beseitigen. Also es ist eine bunte Mischung hier aus allem, was anlaufen, oh, jetzt habe ich vergeigt, ich wollte sagen Anlauf nehmen. Also bis zur Kante gehen, dann einmal zurückhopsen, Anlauf nehmen und Sprungé und fertig. Und jetzt müssen wir jetzt was obachten, wir müssen links rum, ne? Ja, ihr könnt zwar auch rechts hinspringen, da ist aber nichts, gell? Kannst ja mal gucken. Aber so ist es halt. Das ist nicht jeder Weg ist von Erfolg gekrönt. Das heißt, da könnte man sogar rauf, oder? Kann man da sogar rauf? Ne, da kommt doch, da kann man rauf. Blöd. Kann man da auch rauf, ey? Hab ich einen neuen Weg gefunden hier, oder bin ich? Nee, sag jetzt nicht. Nee, dann sind wir aber falsch irgendwie, oder? Ich muss da unten rum. Wir müssen da unten, oder? Weil da liegen noch, in der Ecke liegen noch Granaten, oder? Und wie komme ich dann weiter? Ich muss einmal unten rum noch sagen. Also machen wir es nach meiner Lösung. Und hier schon wieder der tolle Sound. Also, nach der Lösung, nach meiner Lösung auf laraweb.de. Jetzt springen wir nämlich da links rum, weil in der Ecke sind noch Granaten, alle Wertsachen sammeln. Öffnung, Steg im flüssigen Gold. Unnötig zu erwähnen, dass er zu heißem Baden ist. Nun springst du mit an auf den nächsten schwarzen Steg und weiter nach links auf die Felsen in der Ecke. Dies mach mal. So, Felsen, Dungeon, weiß ich, das ist eine Schräge. Da müssen wir jetzt. Aber das sind doch die Texturen, die sind doch richtig süß. Komm her. Oh, jetzt warte, das ist eine Schräge, oder? Da müssen wir jetzt springen und sofort nochmal springen, oder? Was sagt meine Lösung? Block an der Seitenwand und springst Anlaufgriff zu den anderen Felsen an der Wand, zieh dich hoch, rutsch hinunter und springe im letzten Moment nach vorne auf den Block in der Ecke. Dort bleibst du aber auf der Sprungtaste und landest so bei Granaten. Warte. Geh nach links gehen, weil wenn du genau hinguckst, ist es eine Schräge, wo wir draufstehen. Ich mache jetzt mal keine Fackel an, weil. Ah, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt. Komm her. Ich drücke. Ich spiele mit Joystick. Ach komm, jetzt habe ich mich gespeichert. Ich spiele mit Joystick. Normalerweise ist es mit Tastatur. Gab es natürlich auch auf PlayStation, oder? Gab es auch auf PlayStation. Aber am PC spielt man es normalerweise mit Tastatur. Links hingehen, weil es hier eine Schräge ist, die ist etwas höher hier. Gerade hinstellen, gucken, sind wir gerade genau an der Kante speichern. Ich spiele es mit einem handelsüblichen Logitech Joystick. Die Spiele sind prima geeignet für
Joysticks auch. Jetzt pass auf, ja, jetzt könnten wir hier speichern. Sollen wir da mal speichern? Speichern wir da nochmal. Und jetzt sollen wir hochspringen und auf der Sprungtaste, im letzten Moment springen und auf der Sprungtaste bleiben. Nee, das war's nicht. Das war nicht der letzte Moment, siehste. Und laden, jetzt bin ich genau, muss ich natürlich festhalten. Oh, warte, wann kommt jetzt der letzte Moment? Ah, nee, ich hätte Sprungtaste. Wo ist denn bei mir die Sprungtaste? Ich bin noch in der Blöd hier. Sprungtaste. So, siehste, jetzt zweimal gesprungen, jetzt sind wir bei Granaten. Aha. Siehste, jetzt kann man da hinspeichern. Und wir müssen garantiert da weiter. Jetzt speichern wir da nochmal. Also jetzt haben wir die Granatos. Felsen an der Wand rutscht hinunter. Sprungtaste, landest bei Granaten. Nun springst du auf den nächsten Block an der Wand hinauf und mit Anlauf auf den kleinen Felsen. Mit Anlauf auf den kleinen Felsen. Also weil da Granaten waren. Wo ist denn der kleine Felsen? Nee, der ist da. Ist keiner. Da ist... Oha! Ja, jetzt kommen wir da wieder zurück, siehst du? Jetzt kommen wir da wieder zurück. Mit Anlauf auf den kleinen Felsen neben dem goldenen Wasserfall. Das ist der da. Komm her, das weiß ich. Das ist ja klar. Neben dem goldenen Wasserfall. Das ist ein güldener Wasserfall. Ja, ich habe im Fernsehen einen Bericht gesehen über Gold, die Golderz, also Goldförderung. Und das wird tatsächlich knapp langsam. Die weltweiten Goldreserven gehen langsam zur Neige, beziehungsweise es wird immer teurer. Aus einer Tonne Erde kriegen die nur noch 3 Gramm Gold raus und das wird langsam unrentabel, beziehungsweise Gold würde immer teurer, aber die Leute wollen immer mehr Gold. Komisch, gell? Ich verstehe es nicht. Naja, verstehe schon, Kaffeepause. Aber es ist immer noch so, dass sie meinen, das wäre wertstabil und so weiter. Auf den nächsten schwarzen Steg mit der Schräge, der da. Nächster schwarzer, das ist der, jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Da sind wir reingekommen. Und dann dahin, genau, jetzt sind wir wieder, da hinten sind wir rein. Aber wir haben Granaten da hinten geholt. Und nach links auf den braunen Teil, das ist braun, sage ich jetzt mal. Also bräunlich, grün. So, und jetzt kann man sich da hochziehen, genau. Dort steigst du auf den Block an der Wand und weiter hinauf, bis du auf der anderen Seite der... Auf dem du bis zur anderen Seite der Höhle gehst. Aha, jetzt sind wir da, ja. Aber wir haben auch durch diesen Umweg Granaten geholt. Da, vorhin haben wir da drüben reingeschaut. Hätten wir da unten auch rübergehen können irgendwie oder so. Naja, das ist ja das Schöne auch. Jetzt müssen wir zur anderen Seite gehen. Warte. Hier ist Ende, schau her. Das Goldene, da dürfen wir nicht hin. Und jetzt kommt bestimmt gleich ein böses Tier, oder? Ach komm, ich habe Pistolen. Wieso habe ich ein Pistolen? Wir nehmen mal die Uzi. Weil jetzt kommen auch wieder ein paar Gegner. Also, hier, boah, der Bass hier. Ich habe Kopfhörer auf hier, hallo. Bass. Wir wollen Bass. Wir wollen den Bass. So, und jetzt müssen wir darüber. Können wir ruhig noch mal gucken hier. Oh, schau dir das an, hallo. Ist das nicht affenartig? Ja, das ist Zeichentrickfilm, also, aber trotzdem ist es schön. Speicherung. Und was machen wir denn da? Zur anderen Seite der Höhle gehst. Dort steigst du rechts an der Wand auf den Felsblock hinauf. Rechts an der Wand auf den Felsblock hinauf. Ah, da ist nichts mehr. Also hier. Und merkst du diese Stelle oder wie? Nee. Und merkst dir diese Stelle, da du wieder hierher zurück musst. Klettere nach links in die Grube an der Wand hinab. Klettere nach links in die Grube an der Wand hinab. Achso, oder da? So eine Grube.
Da ist eine Kugel, oder? Komm. Naja, jetzt warte, da muss nur irgendwo eine Kugel sein, warte. Da jetzt da nochmal rauf, warte. Da ist eine Kugel, oder? Jetzt komm her. Da ist, muss irgendwo noch eine Kugel sein. Da, da liegen Fackeln. Siehst du? Lassen wir uns da vorsichtig runter. Huch, das habe ich da falsch. Na gut, da liegen Fackeln. Also jetzt haben wir die Fackeln. Aha, wo du Fackeln findest, steige wieder hinauf und in die nächste Kugel an der Wand hinab, um ein Medipack zu holen. Jetzt müssen wir da rauf. In die nächste Grube. Nächste Grube. Vorsicht. Warte. Ah, da rechts ist. Oh, das ist doch schick hier, hallo. Boah, Alter. Da unten ist der Goldsee. Und wir müssen da rechts rauf letztendlich. Da ist jetzt noch ein Medipack, oder? Ja. Schauen wir mal. Ich drück falsch, oder? Da, oh, da ist ein Medipack. Kleines Medipack. So, jetzt haben wir den, um ein Medipack zu holen, da hätte ich klein schreiben sollen. Jetzt geht es wieder zurück auf den Felsblock, den du dir vorher gemerkt hast. So, da rechts kommen wir nämlich nicht weiter, oder? Kommen wir rechts nicht weiter. Ja, wir müssen auch noch ein Geheimnis holen. Da ist noch, nee, da kommen wir nicht drauf. Geheimnis holen hier, hallo. Jetzt müssen wir wieder auf den Felsbock, den wir uns gemerkt haben. Welchen haben wir uns denn gemerkt? Müsste es aber ungefähr der hier sein. Oh, da oben, da müssen wir hin. Oh, 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 oh. Der da, oder? Haben wir uns den gemerkt, da sind wir raufgekommen, den haben wir gemerkt. Dort steigst du auf den höchsten Block, drehst dich um und springst mit Anlauf, griff zu dem Vorsprung über den goldenen Fluss. Ah, da oben müssen wir jetzt irgendwo rauf. Ah, das ist da, oder? Warte. Muss man immer aufpassen, so schrägen. Da rutscht sie dann immer ab. Also da oben jetzt, warte. Die Lara. Das ist schwer beschäftigt hier. Da müssen wir jetzt da rauf, warte. Umdrehen, haben wir gesagt, gell? Umdrehen und jetzt dahin hoch. Dahin Speicherraum. Da müssen wir. Genau, das ist verdächtig hier, hallo. Speicher. Und da jetzt raufspringen. Und jetzt kommen aber gleich ein paar Böse, oder? Da, oh, da hinten liegt was, das sehe ich schon. Da liegt was. Oh. Und wir müssen letztendlich da hinten raus, da hinten oben. Oh, warte. Jetzt müssen wir aber darüber, oder? Über dem goldenen Fluss. Hier geht es ebenso zum nächsten Felsen, von dem aus du auf den Vorsprung an der anderen Wand springst. So, jetzt, also wir müssen da an die andere Wand hin. Darüber, gell? Festhalten. Vorsprung an der anderen Wand springst. Hurra! Und now. Hier findest du rechts Munition und links unten Fackeln. Rechts Munition. Da drüben jetzt, oder wo? Ah, da ist. Ach, da ganz rüber, oder? Warte. Ganz rüber. Vorsprung an der anderen. Ah, da unten. Da unten sind Fackeln. Und da ist Munition. Ja, Vorsicht. Da ist. Shotgun. So, ein bisschen mehr an die Wand springen, nicht, dass wir da in den Fluss springen. Aha. So, und da unten sind nochmal Fackeln. Irgendwo da unten sind Fackeln. Vorsichtig gehen, beim Gehen kann sie nicht runterfallen. Da bleibt sie automatisch stehen. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Vorsicht, lieber gehen hier. Jetzt gehen wir da runter. Und da haben wir jetzt Fackeln. So, jetzt haben wir die Fackeln. Aha. Fackeln. Von dem Vorsprung an der Wand geht es mit Anlauf auf den Pfeiler in der Mitte. Ja, da, wo das andere schon zu sehen war. Wir wollen ja alles einsammeln.
Jetzt müssen wir Vorsprung an der Wand, jetzt müssen wir wieder rauf hier. Warte. An die warte, an die. Jetzt müssen wir da wieder rauf, warte. So. Und jetzt müssen wir an den Pfeiler in der Mitte, wo die Munition liegt, oder? Mit der Technik müssen wir uns da nach links oben rauf. Aufarbeiten. Hier komm ich her. Kann ein bisschen dauern hier. Da kommt jetzt aber einer, oder? Warte. In der Mitte des goldenen Flusses, um die Munition zu holen, aber Achtung. Aber Achtung. Wenn ich es nehme, kommen die. Aha. Hurra. Noch einer. Ja, das ist doch affenartig irgendwie. Komm her. Hallo. Also diese Optik hier. Also wenn man hier, da kriegt man richtig Ding hier. Höhenangst. Also da wird einem richtig schwindelig hier. So, jetzt haben wir das aber. Da speichern wir aber. So, Krähe. Nun geht es mit Anlauf auf den Felsen an der anderen Wand und du kriegst wieder Besuch. Oh, andere Wand. Also wir sind von da gekommen. Dann, das ist die andere Wand. Also da, jetzt pass auf, da müssen wir in die Ecke gehen. Warte. Und hier steht der vor. Siehst du, auch die Ecke anvisieren von dem Vorsprung. Und jetzt kriegen wir wieder Besuch. Wahnsinn, das ist doch wunderbar, die Grafik hier. 3D. Also ich war damals, als es rauskam und ich das gespielt habe, war ich affenartig begeistert von dieser 3D-Grafik. Das war ja damals noch völlig neu. Dreidimensional und man kann rumschauen, man kann selber rumschauen, wo man hin will und rumgehen, wo man hin will. Das war so schön. So, und jetzt müssen wir weiter rauf irgendwie. Warte. Besuch. Springe dann an der Wand weiter flussaufwärts und über eine Dornengrube. Dornengrube. So, das so. So, jetzt schauen wir mal da runter. Ne, da unten, da haben wir vorhin die Dinger geholt. So, jetzt müssen wir da weiter. Vorsichtig, Dornengrube ist im Anmarsch. Nee, da kommen wir noch hier. Jetzt springe ich gleich in die Dornengrube. Da ist die Dornengrube. Halla. Speichern. Jetzt habe ich wieder eine falsche Taste drücke hier. Über die Dornengrube, oder? Über eine Dornengrube. So. Huch, hoppla. Ich drücke da an falsch. Und jetzt? Danach scheiße so geradewegs die Felsen hinauf zu Munition und einer Krähe. Geradewegs die Felsen hinauf zu Munition und einer Krähe. Ah, da. Ich sehe es schon. Oh, da. Nee, was ist da? Da kommt schon der Ausgang jetzt. Dann, jetzt das machen wir noch fertig. Aha. Oh, da. Ja, ja. Okay. Hey, die verträgt aber viel, die Krähe hier. Da ist schon der Aus. Ja, warte, aber nee, wir müssen aber noch ein paar Sachen holen hier. Und also ich kann mich da so richtig reinversetzen. Also ich bin hier wirklich mittendrin statt nur dabei. Also ich will speichern. So, jetzt haben wir die Dornengrube. Krähe. Anschließend geht es wieder zurück und an der Wand hinab zu weiterer Munition. Zurück und an der Wand hinab zu weiterer. Das ist dann da unten. Vorsichtig zurück und an der Wand hinab, also links jetzt dann. Und vorsichtig an der Wand hinab, das ist jetzt da drüben. Zu weiterer Munition, wir wollen ja alles einsammeln hier. Hoch. Und da ist das Zeug hier. Oder? Ja, jetzt gehen wir mal runter, komm her. Wand hinab zu weiter Munition. Wo ist. Ah, doch.
Aha. Und da oben ist schon der Ausgang jetzt, oder wie? Nee. Wir müssen aber da ist so ein Geheimnis. Da ist schon der Ausgang. Wir müssen aber noch ein Geheimnis holen. Das ist schon der Ausgang. Dort ziehst du dich zum goldenen Fluss hoch. Also da, wo die Munition war, oder? Warte. Da jetzt. Ah, da ist noch eine, schau her. Und springst mit Anlauf auf den Felsen in der Mitte des Flusses, um Munition zu holen. Komme ich da jetzt so hin? Warte. Das geht dann um Millimeter manche. Also die Sprünge sind millimetermäßig. Da kommt aber noch im vierten Level ist es aber auch so. Jetzt warte. Schauen wir mal, dass wir das heute noch fertig kriegen. Jetzt kommt schon wieder einer. Aha. Aha. Speicherung. Munition. Nun springst du vorsichtig auf das tiefere Stück dieses Felsens hinab. Auf das tiefere Stück. Ah! Ja. Oh. Warte, ho. Warte, ja, pass auf, wacht. Ah! Oh! Steht schon hier. Mit einem Fuß im Abgrund. Jetzt warte, jetzt müssen wir da auf die Vorsicht. Ja, da müssen wir jetzt einen kurzen Sprung machen, Freunde, sonst sind wir zu weit. Speichern erstmal, immer speichern. Und kurzen Sprung ist, wenn man die Handlungstaste gedrückt hält und dann springt, siehst du, da macht sie einen kurzen Sprung. Hast gesehen, da streckt sie die Arme so hoch. Sonst wären wir zu weit gesprungen und wären da reingesprungen. Und jetzt pass auf, wacht. Da speichern wir jetzt gleich nochmal, weil jetzt kommen wir zum Geheimnis. Jetzt pass auf, wacht. Auf das tiefere Stück hinab und entdeckst bei genauer Betrachtung rechts eine sichere Grube im goldenen Fluss, in die du mit Anlauf springst, und da ist das Hymnus 2 drin. Ja, da unten ist eine sichere Grube mit Anlauf. Peng, wer hätte das gedacht? Schau her. Oh, Achtung, da jetzt und da, Klingeling. Goldbarren. Aha. Na? Klingeling. So, jetzt aber. Geheimnis 2. Jetzt müssen wir da raus, oder? Und steigst hinauf auf den Pfeiler, von dem aus du mit Anlauf grifflos aus. Auf den Pfeiler, auf welchen? Auf den nächsten, oder wie? Gut, da kommen wir nicht drauf. Auf den Pfeiler, auf den jetzt, oder? Uiuiui. Und jetzt müssen wir dahin, oder? Auf dem Pfeiler, von dem aus du mit Anlaufgriff flussaufwärts zum nächsten springst. Da oben ist flussaufwärts, da unten ist flussabwärts. Anlaufgriff speichern. Jetzt haben wir das zweite Hymnus, das müssen wir jetzt noch schnell. 3 Minuten haben wir noch. Anlaufgriff. Ah ja. Entschnau. Tippt mal, dass wir da rechts wieder runter müssen. Von dort geht es mit Anlauf auf den Felsen in der Mitte, wo du die 2 Krähen erlegt hast. Und ebenso zurück zu der Wand, von der du gekommen bist. Also jetzt müssen wir wieder rüber. So, warte. Ah, das ist eine Schräge. Oh. Jetzt warte. Da rutscht sie. Das war so auch gespeichert. Haben wir gespeichert. Ah, nee. Muss ich mit an. Ich Anlauf hätte ich. Depp. Ich Depp. Anlauf. Ah! Jetzt bin ich. Naja. Bin gerade noch. Und jetzt. Oh, komm! Jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Doch. Und jetzt müssen wir wieder zurück. So. Da haben wir die 2 Krähen erlegt. Und jetzt müssen wir da wieder hin, oder? Oh, warte. Muss ja zurückgehen, wenn wir hergekommen sind, dann müssen wir wieder zurückkommen. Da rein in die Ding da. Nische, oder? Ich sehe nichts. Hoppla. So, und jetzt kommen wir zum Ausgang.
Dann geht es hinauf in einen Raum mit einem Rad. Hinauf in einen Raum. Das ist der Ausgang. Dann jetzt das da, oder? Raum mit Rad. Das machen wir jetzt noch und dann sind wir da fertig mit dem goldenen Fluss hier. Raum mit einem Rad. Ah! Oh, der böse Rad. Oh, 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 Vorsicht. Ah, nicht reingehen, nicht reingehen. Raum mit Rad, Speicherung. Tödliches Rad übrigens, gell, Freunde. Diesen Gang überwindest du, indem du in die seitlichen Nischen läufst. Nach dem Gang findest du rechts um die Ecke ein Medipack in der nächsten Halle. Das machen wir jetzt noch, oder? In die Nischen läufst. Das ist diese typische, tödliche Radattacke. Da ist die Nische. Und in der letzten Nische nach dem Gang. Achso, nach dem Gang. Warte. Gehen wir da rein. Da ist nichts. Da jetzt raus, oder? Warte. Da geht's raus. Ah, jetzt sind wir raus. Nach dem Gang. Müsste hier noch ein Medipack sein. Oh, da ist ein großes Medipack für alle. Das machen wir jetzt noch. Aha. Oh, warte. Da speichern wir jetzt, oder? Da speichern wir jetzt extra. Und machen dann Pause für heute, oder? Speichern und extra, also noch auf dem nächsten dann weiter, also den behalten. So, haben wir jetzt richtig, das war jetzt der da, da sind wir fertig, das lade ich dann auf meine Homepage hoch alles und der nächste ist dann der da, dasselbe, aber da tun wir weitermachen und jetzt gehen wir da rein. Oh, 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 oh. Ja, das machen wir im nächsten Video. Holla, jetzt müssen wir da rüber irgendwo. Oh, da drüben ist der Ausgang, oder? Gehen wir mal ein paar Meter noch rein. Komm, ich sehe nichts hier. Nur mal, du kannst ausschalten. Wir schauen uns noch mal schnell an, was uns hier blüht. Wir müssen da irgendwo. Oh, warte. Ja. Oh, da müssen wir da links um die Ecke weiter. Uiuiui. Und rechts ist ja nichts, gell? Nur da links um die Ecken weiterspringen hier. Da ist aber nichts mehr da. Da ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Also da, ja, ist schon was, aber nichts. Oh ja, ja, nicht so richtig hier alle. Nee, da kommen wir aber nicht rum irgendwie. Nee, da ist. Also wir müssen da rechts weiter, oh wei, oh wei. Und das machen wir aber im nächsten Video dann. Dieser geheimnisvolle Sound hier, der Geister, da sind Geister am Werk hier alle. Da müssen wir da rechts hin, oder? Oh, komm, gehen wir rauf da. Naja, anders geht's hier nicht drüber. Oh, ja, da, ja gut, okay. Gespeichert haben wir. Herzlichen Dank für Speis und Trank und tschüss, bis zum nächsten Video.